Herzlich willkommen, mein Name ist Silvan Koch und ich bin Produktspezialist im Bereich Monitoring. Und ich schaue mit euch heute an, wie man Alarm bei einem Enseri von Mindray konfigurieren kann. Für das ist ganz einfach, es gibt ein Alarm-Setup-Menü in der Schnellwahltaste immer vorhanden und es öffnet ein Pop-up-Fenster. Ich kann hier also abscrollen und kann sie hier deaktivieren, die Alarmgrenzen umstellen. Prioritäten verstellen oder auch noch, je nachdem, wenn man ein Alarmsystem irgendwo installiert hat, noch sagen, ob dort auch ein Alarm ausgegeben werden soll oder nicht. Ich habe obendrauf noch weitere Reiter, zum Beispiel habe ich auch Arrhythmien, die ich hier einstellen kann, welche will ich angezeigt haben, welche will ich alarmiert haben, welche nicht. Auch hier kann ich gewisse Alarmgrenzen dann einstellen oder auch Priorität. Es gibt einen Schnellwahlknopf, wo ich alle Letalen zum Beispiel nur aktivieren kann und alle anderen werden gerade automatisch deaktiviert. Es gibt auch einen Nachtmodus, den ich hier konfigurieren kann. Also automatisch kann zum Beispiel von 10 bis 6 eine andere Alarmlautstärke eingestellt werden und so weiter. Natürlich habe ich auch hier gerade noch die allgemeine Lautstärke. Ich kann dort die Lautstärke einstellen. Ich kann hier auch den Unterschied zwischen den mittleren und einem höheren Alarm, die Lautstärke anpassen und so weiter. Um diese Einstellungen zu speichern, muss ich nichts drücken, außer das X oben im Fenster. Und jetzt habe ich das für den aktuellen Patienten so gespeichert. Natürlich, sobald ich den Patienten entlassen und einen neuen habe, werden wieder die Standard-Alarmgrenzen geladen. Vielen Dank fürs Schauen. Falls noch weitere Fragen sein sollten, schaut doch bei unseren anderen Videos rein oder ruft uns an. Wir helfen euch sehr gerne weiter.